Hallo, in diesem Video heute erzähle ich dir mehr zum Thema Grippmittel, nämlich was können Gründe dafür sein, dass wir rutschen an der Stange, welche verschiedenen Arten von Grippmittel gibt es und wie wende ich sie am besten an. Mein Name ist Mona Abinger, ich bin Studio-Owner und Instructor bei Pole Arts. Also die Gründe fürs Rutschen können sein trockene Haut, schwitzige Haut oder du hast einfach vergessen, dass du dich eingeschmiert hast. Im Winter ist natürlich mit der trockenen Haut ein Jammer. Es wird geheizt, ja, du gehst baden, ausgiebiges Baden etc. Alles, was die Haut in irgendeiner Art und Weise austrocknet, ist ein Problem. Da könnt ihr natürlich Abhilfe schaffen, sich am Vorabend schon ein bisschen einzucremen oder das regelmäßig zu tun, um einen entsprechenden Feuchtigkeitsgehalt der Beine des Körpers zu erhalten. Ein anderer Mythos ist der, dass immer alle dann schreien: Nein, unrasiert hältst du an der Stange am besten. Ja, das hat aber nichts mit den Haaren an den Beinen zu tun, sondern das ist der Grund ist der, dass das Rasieren tatsächlich die Beine auch nochmal austrocknet, ja, oder die Haut nochmal austrocknet und du deswegen weniger Halt hast. Das Schwitzen während der Stunde ist natürlich auch so ein Thema. Na klar, wir sind beim Training, irgendwann fängst du an zu schwitzen und wenn du das übermäßig tust, dann wirst du auch übermäßig rutschen an der Stange. Das heißt, hab immer ein Handtuch mit dabei und wenn du merkst, du schwitzt, ist einmal Punkt 1, bevor irgendein Grippmittel kommt, abtrocknen, trocknen, 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 trocknen. Gegebenenfalls nochmal ein bisschen mit einem kalten Wasser, ja, drüber waschen, hilft manchmal auch schon ganz gut und trocknen, trocknen, trocknen. Und natürlich kann es dir auch passieren, dass du einfach vergessen hast, dass du dich eingecremt hast. Es kommt immer wieder mal vor. Nämlich speziell im Sommer, wenn du draußen warst, wenn du vorher im Schwimmbad warst. Die Sonnencreme ist ganz normal, aber man sieht sie nicht als Eincremen, Eincremen oft, sondern einfach nur als Sonnenschutz. Und das ist natürlich, das vergisst man auch oft am Abend. Auch wenn du dir die Hände eingecremt hast, die Problematik ist die am Tag selber, wenn das eine entsprechende Creme, eine fettige Creme war, dann rutschst du elendig. Weil wenn du anfängst zum Schwitzen, das Ganze kommt aus den Poren wieder raus und das ist einfach das ist dann einfach Hölle. Die Grippmittel können an sich in drei Kategorien eingeteilt werden. Es sind die Antiperspirants, die Adhesives und Liquids with Tack. Die Antiperspirants sind an sich die Mittel, die Magnesium enthalten. Zum Beispiel Dry Hands, X-Dry, Liquid Chalk, Divine Grip. Es gibt zu viele. Das sind in der Regel die, die immer so auf einem schwarzen Gewand so leichte, weiße, pudrige Flecken hinterlassen. Die Adhesives sind die klebrigen Mittel, wie zum Beispiel iTac, Gorilla Grip, Mighty Grip, alles Mögliche, was in irgendeiner Art und Weise klebt. Und manche kleben sogar so gut, dass sie auch nach dem Duschen noch kleben. Und dann haben wir noch die Liquids with Tack. Das wäre zum Beispiel so etwas wie Dewpoint. Welches Grippmittel nun wann und wo am optimalsten ist, ist in irgendeiner Art und Weise wieder sehr speziell und individuell, weil jedes Hautbild ist anders. Jeder hat andere Präferenzen. An sich grob, ganz, ganz grob, wirklich noch einmal gesagt, wäre das die Antiperspirants ja super in den Händen. Manche nehmen es auch gerne am Körper, wenn sie stark schwitzen, kommen die zum Einsatz. An den Händen, am Körper. Die Adhesives, die klebrigen Mittel, sind speziell, wenn du an den Beinen und irgendwo trockene Haut hast, sind da eine super Sache auch. Muss man aber auch gerne haben, muss man auch dazu sagen, weil wenn du schon ein bisschen zu viel erwischt, ja, dann klebst du richtig gut. An den Händen, für mich persönlich ist das auch so eher so, naja, wenn ein bisschen was an der Stange ist, und du kommst dann mit den Händen drauf, ist in Ordnung, aber direkt in den Händen, es ist so ein Kleb, Rutsch, Kleb, Rutsch, Kleb, Rutsch. Ja, also sehr individuell auch, ob man das mag, wenn man es mag. Ja, das ist dann immer, das sind immer diese ewig lauten Quietscher an der Stange, die man dann hört, sind dann meistens, wenn Adhesives benutzt worden sind. So, und als drittes haben wir die Liquids with Tack, sind an sich auch super für den Körper. Gut eintrocknen lassen, weil sonst rutscht da auch wieder entsetzlich.
und an den Händen eher fraglich. Eher nein an den Händen. Aber wie gesagt, das sind auch viel persönliche Präferenzen, die was da jetzt mit einfließen. Als Trainer habe ich die Erfahrung gemacht, dass viele schon vor dem Warm-up laufen und sich mit ihren Grip-Mitteln versorgen. Warum? Warum? Probier es doch einmal ohne. Es gibt etliche, es gibt wirklich, wirklich etliche. Und jetzt nimm dich selber bei der Nase und denk einmal drüber nach, ob du wirklich schon vor deinem Warm-up hinrennst und dir Grip-Mittel überall hinschmierst. Speziell in den Händen. Natürlich kann ein Grip-Mittel eine gute Unterstützung dafür sein, wenn man sagt, man rutscht mit den Händen elendig durch, dass es im Sinne des Kraftaufbaus wirklich Sinn macht. Nur, wenn es ein bisschen rutscht, ja, wenn es ein bisschen rutschen ist und du versuchst bewusst deinen Griff zu verstärken, dann ist das auch schon eine Art Krafttraining. Also versuch mal so lange wie möglich, zumindest an den Händen, am Körper ist es wieder ein bisschen was anderes, aber zumindest an den Händen, so lange wie möglich ohne Gripmittel auszukommen und dann erst, wenn es wirklich nicht mehr anders geht, dann greifst du zu dem Gripmittel, das du brauchst. Meine persönliche Präferenzen, natürlich wenn es um was geht, das sind Dry Hands. Persönlich, es gibt dann auch so die Hausmittelrezepte, die Oldschool-Rezepte. Ja. Ich nehme gerne Rasierschaum, aber den billigen Rasierschaum und am besten den für Männer. Blöd, wenn du einen eifersüchtigen Freund zu Hause hast, dann würde ich mir das ein bisschen überlegen. Aber der klebt super. Der klebt wirklich super, super, super. Es ist nicht so wie ein Adhesive, es ist auch nicht ganz wie ein Liquid with Tag. Ja, es ist so irgendwo ein Mittelding dazwischen. Probier es einmal aus. Ausprobieren. Die Sache mit den Grip-Mitteln ist wirklich die ausprobieren. Ausprobieren, ausprobieren, was gut ist für deine Haut, für deinen Körper, für die Jahreszeit. Kann es auch unterschiedlich sein. Manchmal hast du einen Tag, da klebst und klebst und klebst du so sehr und so gut und dann hast du wieder andere Tage, da geht gar nichts. Also es ist so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen, ob du einen guten oder einen schlechten Halt hast. Und da ist wirklich durchprobieren, ist einfach die Empfehlung. Ich hoffe, es war ein bisschen Information dahinter. Wenn es dir gefallen hat, gib uns ein Like, abonniere den Kanal, empfehle uns weiter. Wir freuen uns und wir sehen uns demnächst in den Stunden. Bussi, Baba!